Der FCB ist zurück aus der Nazi-Pause und ist am vergangenen Samstag auf St. Gallen getroffen. Nach einem frühen Rückstand kann der FCB die Partie kehren. Am Schluss ist es der eingewechselte Bradley Fink, der das entscheidende 3:2 Siegesgoal für Rot-Blau schießt. Der FCB ist also weiterhin im Aufwärtstrend. Über den Match gegen St. Gallen und die bevorstehenden Aufgaben von Rot-Blau reden wir heute im FCB total. Schön haben Sie eingeschaltet, schön sind Sie wieder mit dabei. Und schön sind auch meine Gäste dabei. Es sind das der Ostschweizer Spielerberater Michele Cedrone. Roland, schön bist du da. Danke vielmals. Und auch jede Woche der Ernie Meissen. Schön bist auch du da, Ernie. Danke. Ja, du bist noch nie da gewesen, Michele. Kurz für Zuschauer, wer bist du? Ich bin ein Spielerberater aus der Ostschweiz, aus St. Gallen. Wir haben eine Agentur, Front Group, seit 1997. Und wir sind im nationalen und internationalen Fußball tätig. Und natürlich ein großer Beobachter von der Super League. Nicht nur. Und für uns war das sehr interessant, Basel gegen St. Gallen. Zum Zuschauen und auch dafür da sein. Danke vielmals. Ostschweiz, man gehört es. Was hast du für einen Bezug zum FCB? Ja, wir haben in der Vergangenheit schon öfters Spieler hier gehabt. David Abraham war ein Spieler, den wir seit 10 Jahren betreut haben. Wir haben Federico Almerares, der jetzt auch für unsere Firma tätig ist in Argentinien. Wir haben Cesar Carignano hierher vermitteln, Thomas Mandl, Locke Vincent, immer wieder. Also Era Gigi Öhrig, Christian Gross hat das Ganze angefangen. Und wir verfolgen natürlich für uns ist FCB ein wichtiger Club, ansprechbar wir auch. Und der FC St. Gallen, eben der Kunst von St. Gallen, hat St. Gallen gegen Basel gespielt am Wochenende. Darum auch das ist der Grund, wieso dass du da bist. Und es war eine unterhaltsame Partie gewesen. Am vergangenen Samstag. Der FCB gewinnt das zum 5. Mal in Folge. Und darum macht der FCB also weiter, wo er vor der Nazi-Pause aufgehört hat. Der FCB kann nicht nur seine Siegesserie weiter ausbauen, er schafft am Samstag zu oben auch etwas, was er schon über ein Jahr nicht geschafft hat. Ein Sieg im Joggeli gegen den FC St. Gallen. Vor dem Spiel hat man in den letzten 10 Spielen daheim gegen die Ostschweizer nur gerade 2-mal gewinnen und sogar ganze 5-mal verloren. Und auch am Samstag zu oben machen St. Gallen den Basler das Leben enorm schwer. Ich glaube, dass wir gegen einen fantastischen Gegner gespielt haben, wo dir alles abverlangt, wo brutale Mentalitätsmonster drin hat, unglaubliche Laufbereitschaft, super Kultur, aber das zieht sich ja bis zum ganzen Verein durch, super Kultur hat und das spürst du auch. Spüren tut das der FCB vor allem in der mittleren Phase der zweiten Halbzeit und das, obwohl St. Gallen seit der 35. Minute in Unterzahl auskommen muss. In der zweiten Halbzeit müssen wir uns ein bisschen selber kritisieren. Wir sind ein Mann mehr und wir müssen das viel cleverer spielen. Und dann können wir hier 3-1, 4-1 führen und dann sieht das Spiel komplett anders aus. Aber wie gesagt, wir haben eine junge Mannschaft. Man kann daraus lernen, auch so spielen. Aber wie gesagt, wichtig ist, dass wir die 3 Punkte natürlich geholt haben. Vielleicht aufgrund von der Konstellation 11 gegen 10 der verdiente Sieger. Aufgrund vom Spiel der glückliche Sieger. Das entscheidende Goal schießt Bradley Fink unmittelbar nach seiner Einwechslung. Es ist der optimale Zeitpunkt für sein erstes Super League-Goal. Also es sind, was ich gehört habe, 29 Sekunden gewesen, von der Einwechslung bis zum Goal. Natürlich unbeschreiblich. Ich glaube, irgendjemand muss mich zwicken, damit ich aufwache. Nein, Spass beiseite. Es ist unbeschreiblich. Und auch eben, ganz Mannschaft, das ganze Stadion nicht gefeiert. Das hat mir Gänsehaut gegeben während dem Jubeln. Ja. Er hat, glaube ich, das Selbstvertrauen mitnehmen können, weil er den Nazi, glaube ich, schon ein Goal gemacht, das erste Goal. Und es ist, glaube ich, 10 Sekunden Spiel gewesen, er hat ein Goal gemacht. Oder ja, sogar noch kürzer. Aber wie gesagt, super. Das zeigt, dass jeder parat ist, dass man auf jeden kann zählen kann. Und wenn du um Meistertitel kämpfen willst, dann muss es so sein. So sein muss auch die Form von einem anderen Offensivmann, nämlich vom Doppeltorschütz Zeki Amtouni. Und mit dieser Siegesserie und dem damit verbundenen Selbstvertrauen schaut der FCB mit einem guten Gefühl auf die weiteren 8 Ligaspiele bis zur Winterpause. Ja, Ernie, gegen St. Gallen hat man in der jüngsten Vergangenheit immer Mühe gehabt, vor allem im Joggeli. Jetzt auch wieder, man hat es gesehen, auch bei 11 gegen 10. Darum umso wichtiger, hat man den Match gewinnen können.
Ja, das ist so. Ich meine, schlussendlich fragt niemand, wie man gewonnen hat. Die drei Punkte sind wichtig gewesen, der Sieg ist wichtig gewesen. Es war ein schwieriges Spiel gewesen. Ich meine, St. Gallen ist auf den Platz gekommen, hat nach 35 Sekunden die erste riesige Goalchance gehabt und hat nach 3 Minuten 1-0 geschossen. Also, da ist etwas, oder 6 Minuten, Entschuldigung. Aber die haben gezeigt, wir wollen gewinnen im Jockeli. Die sind nicht hierher gekommen, um nicht zu verlieren. Und sie haben es jahrelang jetzt bewiesen, dass sie nicht schlagbar sind im Jockeli. Und darum, umso wichtiger ist, den Sieg einzuschätzen. Verdient oder unverdient, das spielt am Schluss irgendwie nicht so eine Rolle. Es ist, ich sage jetzt, sie sind der glückliche Sieger gewesen. St. Gallen hat auch das Minimum, das Unentschieden, auch verdient. Und es hat so ein paar Ereignisse im Spiel gehabt, wo man muss sagen, das ist wirklich Glück, dass der FCB diesen Match gewinnen konnte. Ja, jetzt als Ostschweizer, aus Ostschweizer Sicht, der Match eben ein der glückliche Gewinner der FCB. Ja, ich denke schon. St. Gallen hat sich sehr gut geschlagen. Ich denke, sie haben ja 55 Minuten zu 10 gespielt und man hat es nicht gemerkt. Mhm. Und beim 2-1 hat der Colo den Pfosten, können 2-2 kommen. Dann kommt die Szenen mit dem VAR, wo man sicher vielleicht dann nachher drauf kommen zum Sprechen, wo man nicht eingegriffen hat. Ich denke, und am Schluss verlieren sie ein Spiel, wo ich sage jetzt einmal, der Bradley Fink super da macht. Er ist sehr effizient, die zwei Innenverteidiger passen nicht sehr gut auf. Ja, und so gewinnt man halt das Spiel, weil sie haben einfach breite, FC Basel hat breite, sehr viele Spieler und Ressourcen. Und ich glaube, das hat dann den Unterschied gemacht. Und klar, es gibt schon mehr Platz, wenn man natürlich einer mehr ist. Aber St. Gallen hat es recht gut gemacht, mit einem Mann weniger. St. Gallen hat es sehr gut gelöst. Man hat es wirklich nicht gemerkt, dass der FCB einer mehr ist. Und die haben sich halt auch gewehrt und haben auch wirklich eine Chance, einen Pfostenschuss zum Ausgleich gehabt, wo der Ausgleich hat können bringen. Und das zeigt schon, dass der FCB zwar gewillt war, das Spiel auch zu gewinnen. Sie haben ja wollen, sie haben auch probiert. Haben am Schluss eben die Geschichte, die der Fußballmenge schreibt, der Bredli kommt rein, 15 Sekunden später macht das Goal. Dort schlafen natürlich auch ein paar St. Gallen. Und das ist vielleicht, da hat vielleicht am Schluss die nötige Kraft, Konzentration ein bisschen gefehlt, um noch das Letzte verhindern dran. Und das hat halt dann gepasst. Und so werden manchmal eben halt so Spiele entschieden. Ja, ganze 29 Sekunden, also sehr kurz gesehen. St. Gallen, jetzt eben, St. Gallen ist gut gestartet, viel besser als der FCB. Wir sind oben in der Tabellenhälfte, der FCB langsam kommt er wieder ein bisschen rauf. St. Gallen ist sicher da angekommen mit breiter Brust und hat gesagt, hey, da ist etwas zu holen. Wie sieht der St. Gallen, der FCB momentan? Ja, ich denke, FC St. Gallen ist mit breiter Brust gekommen. Und das ist auch ein bisschen die Stellung, die auch Peter Zeidler seiner Mannschaft gibt. Ich glaube, dass sie versucht haben, gegen FC Basel 3 Punkte zu holen. Natürlich, so von der Einstellung her. Es ist natürlich nicht einfach gewesen. Das sind die Unterschiede, die es gemeint haben. Das Spiel hätte auch unentschieden ausgehen können. Ich glaube, man hat Respekt, weil man in Basel hat sehr viel breites Kader, sehr viel Qualität vorhanden. Braucht noch ein bisschen Zeit, denke ich mir. Aber am Schluss, denke ich, wird FC Basel und Young Boys den Titel ausmachen, die zwei Mannschaften. Das werden wir sehen. Es hat 5 Goal gegeben und einige spannende und strittige Situationen. Schauen wir die doch mal der Reihe nach an. Wir haben es gesagt, St. Gallen ist mit Führer gekommen und ist dann nach 6 Minuten bereits in Führung gegangen. Ernie, der Mahle ja, das ist halt ein Ballverlust, der einfach nicht passieren darf. Da muss man sich mehr wehren, ja, dass du den Ball nicht verlierst. Oder? Und dann kommt er natürlich auch nicht dazu zum Zuglauf. Und auch dort der Comas, der Zweikampf, entweder hast du den Ball oder Schulz musst zuerst nach Hause laufen. Das sind natürlich zwei extreme Fehler gewesen am Anfang. Ja. Vielleicht war man noch nicht parat. Ja. Aber das machen sie nachher natürlich hervorragend. Da sehen wir 4 St. Gallen. Alle stehen mehr oder weniger frei. Ja, da sind sie einfach wirklich reingelaufen am Anfang. Miguel, am Schluss eben, St. Gallen muss es dann auch noch so fertig spielen. Gutes Timing vom Schmid, andere schießen vielleicht, er legt noch über. Also eigentlich perfekt gespielt. Sie haben es gut gemacht, muss ich sagen. Sie haben wirklich auch einen guten Eindruck hinterlassen. Ich glaube, am Schluss, wenn es ein Unentschieden gewesen wäre, wäre es nicht gestohlen gewesen. Aber Fußball geht 90 Minuten und bis 90 Minuten musst du bereit sein. Und ich denke, am Schluss hat es einfach auch ausgemacht, dass wir wieder der Lang wieder Assist und Bradley Fink hat gezeigt, dass er ein Goalgetter sein kann. Das schauen wir uns nachher an. Der FCB hat ein bisschen Mühe gehabt, um ein Spiel zu finden. Aber nach einer Viertelstunde ist dann eben der Michi Lang mal im Fokus gesehen, bringt mal einen Ball rein und der hat dann prompt zum Ausgleich geführt. Ja, das zeigt doch eigentlich, wie wichtig als
dass er eben ist mit seinen Flanken, gerade in dem Spiel, das er gebracht hat. Das, er hat ja eben zum dritten Goal noch eine perfekte Flanke gebracht. Der Michi, der, auf das sollte man nicht verzichten. Das ist vielleicht auch das, was man am Lopez vorhat. Ja. Flanken, die wirklich ankommen. Er macht selber auch enorm viel Goal als Außenverteidiger. Ja. Und in diesem Spiel war er wieder einmal Gold wert. Ich meine, er hat das Spiel eigentlich entschieden, nur mit Assists. Oder? Und das ist enorm. Er hat drei Assists gemacht. Wo der Ziggy sie rausholt, oder? Im Kopfball. Oder? Das ist auch von ihm gekommen, über die rechte Seite. Alle Goals sind über die linke Seite von St. Gallen gekommen. Ja. Ja, das war eine Schwachstelle auf der linken Außenverteidigerposition von St. Gallen. Kann man doch noch ein bisschen zufrieden sein als Ostschweizer, dass der Michael Lang ist. Und dann ist es weitergegangen, eigentlich nur wenige Sekunden später, wo wieder der Amdouni im Fokus war, der es 1-1 gemacht hat. Und dann schoss es plötzlich 2-1 für den FCB. Ja, auch hier sehen wir, sie machen das richtig gut in der Offensive, aber hier stehen 5 St. Gallen praktisch unter Amdouni und keiner greift richtig ein. Jeder verlässt sich ein bisschen auf den Rand und hier macht es jetzt halt clever und hält ihn gerade rein. Aber das ist natürlich gütige Mithilfe von der St. Gallen Defensive. Also 9 St. Gallen im Strafraum. Ja. Und 5 um ihn herum, also hier, der darf nicht mehr zum Abschluss kommen. Darf nicht kommen, oder? Der Gindia lässt sich auch sehr einfach ausspielen, gefunden. Und er macht es nachher gut und der Ball geht dann auch rein. Ja, und man kann sagen, vermutlich Anfangssaison war der Ball an Ziggy, am Pfosten und wieder raus. Jetzt hat der FCB halt auch das Glück einmal. Ja, es ist so. Es sieht auch so aus. Sie machen aber auch viel dafür. Sie haben ja nicht aufgegeben. Am Anfang sind sie halt noch nie rein. So, man hat weitergemacht. Man probiert, den Abschluss zu machen. Und jetzt hängen sie halt auch an. Jetzt ist der Moment, wo du vielleicht auch mal einen nicht richtig triffst und der geht rein. Ja. Und vorher ist er richtig getroffen und ist halt nur am Pfosten. Aber das Wichtige ist einfach, dass man es versucht, dass man den Abschluss sucht und halt auch mal abdruckt und nicht immer noch mal einen spielt und denkt, mach du das lieber. Das ist das Wichtige. Und dann kommt das auch. Und ich meine, die Siege in Leder, sie sind ja nur am Gewinnen der FCB momentan. Das kommt von dem, weil man mehr will, weil man schneller nach vorne spielt, weil man auch Dribbling nach vorne macht in 16er rein, wo man vorher ein bisschen nicht so richtig gemacht hat, so richtig gewollt, oder? Also es ist ein wichtiger Sieg, ich meine, ganz, ganz wichtig, was am Samstag der FCB geleistet hat, weil jetzt ist man noch 8 Punkte. Ich denke, wenn du das Spiel nicht gewonnen hättest, dann hättest du noch 10 Punkte vielleicht gehabt und das wäre dann wieder eine große Distanz gewesen. Also, und das Nachtagsspiel hast du noch nicht gewonnen. Ich meine, die 10, die werden sich auch wehren. Wir haben es gegen IB gesehen. Ja. Die Mannschaft ist nicht so schlecht und die mag sich wehren. Und darum ist das enorm wichtig, dass der Abstand nicht grösser geworden ist. Ja. Gehen wir weiter im Spiel. Goal hat es keine mehr gegeben in der ersten Halbzeit. Dafür eine andere strittige Szene, nämlich eine rote Karte an Basel Stillhardt, wo der Darian Mahles fällt. Ja, der Pass ist sensationell, logisch. Er gibt noch einen Tick am Ball, das macht er clever. Er wäre nie mehr an den Ball gekommen, aber hier eben. Man kann dafür und wieder sehen, ob das wirklich ein Foul ist oder ob er halt drüber kommt. Aber logisch. Ja, wenn man sie jetzt sieht, verwünscht er auch. Aber er macht das wirklich clever. Ja. Also besser kannst du nicht machen. Ja. Platzverweis ist halt als letzter Mal ist ein Platzverweis, ob es ein Harzfoul ist oder nicht. Das ist halt das Pech gewesen. Ja, und der hat nachher für St. Gallen natürlich 55 Minuten bedeutet, zu zäh zu spielen. Genau. Oder? Hat man aber nicht gemerkt. Hat man nicht gemerkt. Trotz allem. Genau, also die eine oder andere Chance haben sie gehabt, aber nicht die Hochcharakter. Genau. Und dann ist aber das Thema Schiedsrichter, ist dort ein bisschen losgegangen, aber eben dort sind eigentlich alle einer Meinung, das ist rot. Und dann hat es andere Szenen gegeben, nämlich zwei, wo der FCB Glück hatte, dass es keine Penalty gegeben hat für St. Gallen. Ernie, zuerst Cassim Adams. Ja, genau. Es sieht auch nach Penalty aus eigentlich. Es gibt eigentlich gar nicht anders. Und wenn natürlich, wenn der VAR das anschaut, da spielt der St. Gallen, spielt der Ball, das sehen wir. Und wenn das der VAR nicht sieht, dann tut es mir leid. Dann frage ich mich, wo schauen die? Genau. Haben die jetzt kleine Bildschirme? Sollten die vielleicht größere Bildschirme haben? Und dann die zweite. Das Liebezupfen, das sieht man. Oder? Das und das ist immer ein Foul. Und da verstehe ich nicht, Ernie, warum dass man da nicht einschreitet. Dass man es gut anschaut. Von daher hat man es ja geschaffen, die VAR. Warum haben wir sie ja, oder?
Natürlich. Und so viele Entscheide auch vom WAM. Wir sind schon mal am Diskutieren. Ja. Es ist für einen FCB, manchmal ist es gegen einen FCB. Aber es ist schon in allen Spielen gibt es immer wieder Diskussionen. Und immer da frage ich mich, die dort hocken, sind die kompetent, um das zu entscheiden? Sie kommen die vom Fußball oder sind sie einfach schon steigende Büroangestellte? Da muss man auch das Gefühl ein bisschen haben drauf, auf so Aktionen. Ja. Wie ist das? Oder, und darum, da habe ich Mühe damit. Ja, das ist, hat der FCB wirklich enorm Glück. Ich meine, der Adams, das war ein Schwachpunkt in diesem Spiel, weil wenn du dreimal so reingehst oder zweimal so reingehst und immer noch nicht lernst, das entscheidet. Das entscheidet. Und darum, er hat mich nicht überzeugt in diesem Spiel. Ja, er hat ja gut gemeint vom Eisensens, aber da musst du ein bisschen routiniert sein in gewissen Situationen. Beim ersten kannst du mitlaufen, der kann dort nichts mehr machen. Und ein bisschen cleverer sein als Innenverteidiger, oder? Genau. Jetzt als Schiedsrichter, die erste Situation wird er sicher auch ein heikel gefunden haben. Das merkst du auch als Schiedsrichter. Mhm. Dann gibt es die zweite Situation, der Lieblingsopfer. Und dann merkst du auch, ja, schon ein bisschen kritisch. Und spätestens dann musst du schon ein bisschen vielleicht mal schauen, oder? Also Janik, als Zuschauer muss man sagen, wieso grüßt du nicht? Man, da musst du die Szene anschauen gehen. Ja. Dass es vielleicht nachher nicht ist. Von mir aus war es schon. Aber der Gang und schauen, von da hat man ja Leute im Volkenswil, die ja extra für das engagiert sind, oder? Ja, wir haben ja schon mal gesagt, dass sich der Schiedsrichter auf die verlässt, ohne selber schnell zu schauen. Genau. Eine Penalty-Szene, ein Offside kann schon mal sagen, komm, die werden es sehen. Aber so eine Situation musst du als Schiedsrichter schauen, dann musst du doch selber sich ein Bild machen, tue ich das als Foul taxieren oder nicht? Das ist nicht die drei in Folgenzwil, die man sagen, es ist ein Penalty oder nicht. Die sind ja nicht in einem Schiedsrichterkurs gewesen, denke ich jetzt einmal. Und sonst verstehen sie es nicht. Ja, nicht, aber so Situationen könnt ihr dann auch ein Spiel entscheiden. Die entscheiden Spiel. Und darum hätte ich jetzt erwartet, dass der Sandro Scherer, der Schiedsrichter, der war, geht die Szene anschauen und den kann beurteilen, oder? Und sagen, ist es oder nicht gewesen. Aber schauen. Also wenn St. Gallen da zwei Penalty mehr hat, dann weiß ich nicht, ob das Goal von Bradley am Schluss noch gelangt hat und ob das Spiel in die Bahnen gegangen wäre. Weil dann musst du alles umstellen. Du musst dann mehr in die Offensive gehen, aber gibt es vielleicht einmal einen Konter oder so. Das entscheidet das Spiel. Ja. Und dass zweimal so etwas nicht gesehen wird, das ist schwierig. Ja, zweimal hat man es nicht gesehen. Dann hat es das dritte Mal gegeben und dann ist es doch gegangen. 20 Minuten vor Schluss. Schauen wir die Situation auch noch an. Und da ist wieder der Kasim Adams. Ja, das ist aber die genau gleiche Situation wieder. Der Spieler geht vorbei, er macht einfach eine Grätsche rein, trifft den Ball gar nicht, weil er spickt ja am Spieler am Fuß, der wäre nicht einmal gekommen. Ja. Da musst du auch laufen lassen, das musst du doch ein bisschen sehen. Und darum... Es ist länger gegangen, bis es gemerkt, also wirklich gemerkt hat. Ja, und am Schluss hat es dann wirklich endlich, weil er selber ist schauen, hat es gegeben. Er war auch gerade dort und dann hat es gegeben. Ich glaube, dann war er gezwungen. Ja, genau. Es war natürlich spannend, wie es rausgekommen wäre, wenn die anderen zwei... Aber dort einmal richtig gehandelt, muss man sagen. Ja, richtig gehandelt, da finde ich schon. Ja, mit dem Alessandro Keuchel. Und wie er sagt, ich glaube, der Adams hätte jetzt ein bisschen cleverer sein bei dieser Situation. Und der darauf folgende Penalty, der hat der Görtl geschossen. Zuerst am Hitz gescheitert, aber im Nachschuss macht er ihn. Schauen wir das auch noch kurz an. Ja gut, Görtl hat ein sehr gutes Spiel gemacht. Und man muss ihm das alle fast gönnen, dass er den auch noch macht. Aber er ist ein Mann, der Verantwortung übernimmt, der immer das Vorderste läuft mit dieser Mannschaft. Und der tut das St. Gallen enorm gut. Er ist ein Leader. Er ist wirklich ein absoluter Leader. Ja. Und das zeigt er dann auch auf dem Feld. Genau. Ja. Und dann ist eben ausgeglichen gesehen, hast noch 20 Minuten und dann ist es auch eine schwierige Situation für einen FCB, der eigentlich in Überzahl ist und St. Gallen, der jetzt plötzlich wieder kommt. Ich hatte das Gefühl, nach dem 2-2, das könnte St. Gallen vielleicht noch das Spiel noch umdrehen. Ich hatte die Idee, dass sie das Spiel noch gewinnen könnten. Weil, nachher sind auch nicht mehr die grossen Chancen da gewesen. St. Gallen hat immer wieder versucht. Ja, St. Gallen, du hast gemerkt, die wollen nur einen Unentschieden. Die wollen gewinnen. Trotz allem, die wollen gewinnen. Und die haben auch alles dafür da. Der FCB ist dann wieder ins Pässli-Spiel verfallen. Nicht mehr gefährlich nach vorne, sondern ein bisschen
ein bisschen verwalten und vielleicht gibt es sich einmal eine Chance oder so. Das ist von der sie haben gegen Lugano sind sie ja schon mal reingelaufen. Ja. Und dass sie da vielleicht ein bisschen gehemmt waren, sind zu viel zu riskieren. Aber St. Gallen hat dann gemerkt, da liegt vielleicht sogar noch ein bisschen mehr drin. Und so Gallen hat eben schon ein bisschen nach vorne gespielt, aber nicht komplett aufgemacht, weil sie gewusst haben, wir nehmen vermutlich gerne einen Punkt natürlich mit. Klar. Aber sie haben es gut gemacht. Hinten nie wirklich so die Löcher gehabt. Einmal ist es dann aber passiert, obwohl es nicht wahnsinnig die Löcher drin gehabt hat. Der Alex Frey hat natürlich gedacht, hey, wir haben noch Leute auf der Bank, bringen wir doch den Jungen, den Bradley Fink. Und der hat dann eben nach 29 Sekunden sein erstes Super League geschossen. Ja, das sind die schönen Geschichten, die durch den Fußball schreibt. Ich meine, die Flanke ist hervorragend. Dort zwischen 5 Meter Linien und Pfosten vorne rein. Aber der St. Gallen-Spieler vorne, der, der kurz steht, der muss den Ball nehmen. Wecken, also, der darf den nicht durchlassen. Maglica und Sergio stehen nicht gut bei der Aktion. Also. Und dass sich der hintere Verteidiger vom Bredli überlaufen lässt, das darf auch nicht passieren. Ja, da musst du den Weg zubehalten. Da haben sie halt die zwei Fehler gemacht, wo halt dann eben einmal ein Spiel entscheidet. Richtig. Der Fußball lebt von den Fehlern. Genau. Und darum, dass gerade der Bradley da gestanden ist, ist ja schön für ihn auch. Er ist reingekommen und hat es gerade gemacht. Voilà, und das kann ja nichts Tolles passieren als das, oder? Als junger Spieler, wenn du zuerst mal ein Meisterschaftsspiel da, am Schluss noch daheim reinkommst und ein Spiel entscheidest. Etwas Tolles gibt es ja nicht. Und der Alex hat alles richtig gemacht, oder? Der richtig gemacht, ja, würde ich sagen. Der hat natürlich auch Spieler draussen. Der kann natürlich zum Vollen schöpfen. Die haben natürlich eine Bank. Da ist jeder Verein in der Schweiz froh, wenn sie die von Anfang an schon auf dem Feld hätten. Das ist jetzt sicher mal ein Vorteil vom FCB. Sind auch alle gut drauf und darum kannst du fast ein bisschen aussehen. Ich denke, Breite. Das FCB hat Breite. Und das, hat dann das macht dann irgendwann auch mal den Unterschied aus, wenn du dann noch Bradley Fink, Scholey, Augustin, dann hast du Fabian Frey, noch draußen Miller. Du hast natürlich du hast Qualität. Genau. Und der Alex Frey hat ja oft so in den letzten 10 Minuten, in den vergangenen Spielen, eher so auf die Älteren gesehen, wie eine Scholey mal reinnehmen. Das Mal hat er es versucht mit dem Jungen und ist belohnt worden. Ist belohnt worden, richtig. Also Bradley Fink sicher ein spannender Spieler, wenn er ein bisschen mehr zum Einsatz kommt. Aber Alex Frey hat auch gesagt, er will ihn jetzt nicht gerade nur ins kalte Wasser werfen, sondern langsam an die erste Mannschaft anbringen. Ja, was heisst langsam an die erste Mannschaft bringen? Wenn er Goal macht, wenn er trifft, wenn er Spiel gut spielt, dann kannst du ihn immer bringen. Du merkst im Training auch ein bisschen, wie ein drauf ist, oder ob er Selbstvertrauen hat, auch im Training. Und dann musst du nicht denken, oh, der ist jetzt jung, ich bringe da nicht zu viel. Ich will den bringen, wenn ich merke, der ist gut drauf, der hat mir jetzt ein Spiel entschieden. Wieso kann man den nicht einmal von Anfang an bringen, wenn es halt dann nicht ganz so gut geht, dann bringst du wieder einen anderen. Die Chance musst du ihm trotzdem immer geben. Also, es gibt keine alten Spiele, es gibt nur gute alte oder junge, es gibt nur gute oder nicht gute Spieler. Er könnte Enthusiasmus bringen. Und denke ich auch in Spielinnen und so. Er könnte gut tun. Ja. Und jetzt trifft er, Zakiri trifft immer wieder, Amdouni trifft, Augusta. Dann hast du eigentlich fast ein Luxusproblem, ist aber sicher nicht schlecht in dieser Situation. Qualderball, genau. Ja, die motivieren sich auch gegenseitig motivieren. Natürlich so. Wenn es jedem läuft, ist jeder zufrieden, dann hilft er jedem anderen. Das ist so ein Ding, das es gibt. Und das tut dem FCB jetzt. Das tut gut, das ist ganz sicher. Also der Sieg war enorm wichtig. Ja. Einer, der wichtig war, haben wir schon angesprochen, der Michi Lang. Der findet wirklich langsam zu seiner alten, gewohnten, starken Form zurück. Ja, also ich muss sagen, Michi war entscheidend. Ich meine, er hat, zwei Assists, sind zwei Goal übrigens. Und beim dritten Assist hat der Böcher den Kopfball, wo der Ziggy sehr gut. Also ich habe Michi Lang als einen der besten Spieler empfunden am Samstagabend. Und das freut mich auch für ihn. Er ist ein positiver Spieler. Mir gefällt Michi Lang. Du bist etwa gleicher Meinung, dir gefällt dir auch. Das ist ja so, Und ich meine, er macht ja viel Goal. Ja. Auch das noch. Richtig. Ich meine, da wird Lopez noch schwer haben, wieder zurückzukommen, wenn man jetzt wieder sieht, wie der Michi viel entscheidende Szenen hat im Spiel. Wenn er halt einmal defensiv einmal nicht gerade am schnellsten vielleicht einmal nachkommt, weil er halt auch gerade vorne ist, das spielt manchmal nicht so eine Rolle. Aber er nimmt viel Einfluss aufs Spiel nach vorne und das ist natürlich jetzt in diesem Spiel Gold wert. Entscheidend war. Und das war im Europacup schon entscheidend. Ja. Und darum, auf den Michi kannst du eigentlich nicht verlassen. Ist ein Spieler, der
verlässt. Er hat immer eine gute Einstellung, er tut immer alles dafür. Ein Goal, der säckelt, bis er den Krampf hat am Schluss. Nach dem Goal hat er noch einen Krampf am Schluss. Aber er gibt nicht auf, was er hat. Und das so Spieler brauchst du. Verlassen ist auch meistens auf Fabian Frey. Auf den verzichtet man in der letzten Vergangenheit ein bisschen. Aber es ist auch vielleicht ein bisschen ein Entscheid, der einfach für Thailand Chaka und für Walter Böcher ist und gar nicht für Fabian Frey. Sieht man an den Resultaten? Ja. Ja, der Trainer hat sich so entschieden und das Resultat gibt ihm auch recht. Oder? Es ist natürlich schwierig für einen Spieler draussen zu bleiben, um das zu akzeptieren, aber es, man muss auch sagen, als Aussenstehender, der Böcher, der macht das auch sehr gut. Er spielt auch sehr gut. Also, und der Tauli wissen wir, wann er auch gehen kann. Und die zwei tun sich sehr gut kombinieren im Mittelfeld. Ja, und beim Walter Böcher, wenn er so weitermacht, ist er nachher ein Kandidat, dass er vielleicht im Winter schon nicht da ist. Ja, das ist gut möglich, dass wenn er jetzt noch die nächsten Spiele auch noch so gut spielt, Conference League vielleicht noch extrem auffällt, dass der im Winter gar nicht da ist. Das kann passieren. Und darum sieht man ja, wie wichtig es ist, dass der Fabian fit bleibt, dass er daran glaubt, dass er wieder reinkommen kann. Weil eine Verletzung, ein Abgang, je nachdem, kann immer passieren. Und dann musst du parat sein, dann darfst du keine Schwäche zeigen. Richtig. Und dann bist du plötzlich wieder drin. Und das weiss er auch. Er ist ja nicht ein Spieler, ein lauter Spieler, der wegen jeder Kleinigkeit, die passiert, irgendwie ausläuft oder beleidigt ist oder etwas. Er ist schon Mannschaftsspieler. Mhm. Und er weiss, ich warte, ich werde meine Chance und dann will ich aber parat sein. Und das wird er auch. Und jetzt nach dem Match, der FCB 5 Match gewonnen in Serie, die letzten 8, von 9 Spielen 8 gewonnen. Man sieht, langsam haben sie den Trick gefunden. Ja, da gibt Moral, oder? Ein Gewinnen gibt Moral und das hilft auch. Und ich denke, das hilft auch, um die nächsten Spiele auch, jetzt gerade am nächsten Donnerstag gegen Slavia Bratislava, ein wichtiges Spiel. Ich glaube, da wird man auch mit gutem mit Enthusiasmus kommen, auch mit ein bisschen auch mit Glaubwürdigkeit. Also ich traue denen zu, dass sie können am Donnerstag das Spiel gewinnen und dort auch noch auf 9 Punkte gehen. Europäisch bis ja alles gewonnen. Und wenn man da gewinnt, eben, hast du die halbe Miete eingefahren. Ja, ja, das Spiel werden sie auch gewinnen mit der Euphorie, die sie jetzt haben. Auch von den Fans her sind ja alle wirklich extrem positiv eingestellt. Das stimmt, das ganze Paket stimmt momentan. Das muss man und kann man also sagen. Und in der Super League, wenn ich da sehe, wie jeder schlägt, ob jetzt Zweiter, Dritter, Vierter ist, da verliert man gegen den Letzten, der Sion verliert gegen den Winterthur, wo man nie denkt. Die nehmen sich alle gegenseitig Punkte ab und am Schluss wird wirklich IB oben stehen und Basel wird oben stehen und dann kommt es nur noch auf die zwei drauf an, wer am Schluss ganz oben steht. Darum war das wichtig, dass man den Punkteabstand nicht grösser werden lassen an diesem Wochenende, weil IB hat lange gebraucht, bis sie die 3 Punkte hatten. Also auch die sind nicht so überlegen wie auch schon, dass da nichts passieren kann. Und alle hinten, alle die werden hinein. Sich gegenseitig die Punkte abknöpfen. Da geht niemand mit IB. Also IB spielt ja schon am nächsten Wochenende gegen St. Gallen. Also das wird gibt's auch genau. Also wie du sagst, ich denke, am Schluss war der Sieg entscheidend, wichtig und Moral, um den Abstand zu verkürzen und zum Aufschliessen. Und IB wird es auch noch spannend mit dem grossen Kader in der Europäischen. Der FCB spielt europäisch. Auch wichtig natürlich für die Schweiz, dass der FCB gewinnt. Da freut man sich eigentlich auch in St. Gallen über den FCB-Sieg. Selbstverständlich. Ich meine, die repräsentieren ja die Schweiz. Also ist es wichtig, auch jetzt, die Punkte holen für die Koeffizienten, die es braucht. Und am Donnerstag denke ich auch, wie der Ernie gesagt hat, ich glaube, sie werden nicht 3 Punkte holen. Sie müssen auf den Platz gehen, zum Wollen gewinnen und den Enthusiasmus mitnehmen, die Zuschauer im Rücken. Ich denke, ich traue ihnen zu, dass sie 3 Punkte holen. Und dann geht es weiter in der Liga am Sonntag gegen den FC Lugano. Die sind jetzt wieder etwas schlechter geworden. Gestern Pech gegen IB in der letzten Minute. Ja. Wie siehst du den Match? Gegen IB, Lugano. Am Sonntag, Basel. Ah, so. Ja. Ich habe dich nicht verstanden. Nein, jetzt musst du halt jedes Spiel gewinnen. Ja. Weil die sind alle machbar, sowieso. Haben alle ihre Schwächen. Sie haben jetzt mit einem Weitschuss gewonnen, wo normal auch nicht unbedingt reingehen muss. Und Lugano ist keine brutal gute Mannschaft. Sie haben jetzt daheim einmal Pech gegeben, das kann passieren. Das war Anfang der Saison, wo noch nicht alles so gefestigt war, wie es jetzt ist. Und ich glaube, Lugano weiss das auch. Und ich weiss nicht, ob die mit so viel Selbstvertrauen trotzen gegen den FCB. Ich habe das Gefühl, die sind froh, wenn sie nicht verlieren. Und wenn du so auf den Platz gehst, meistens verlierst du dann am Schluss. Ja.
Das werden wir sehen. Kurze Schlussfrage an dich. Du glaubst, die Meisterschaft wird noch spannend werden? Ich glaube schon. Ich bin der Meinung, dass es am Schluss wird IB und Basel ausmachen, die ganze Meisterschaft. Aber, wie der Ernie auch gesagt hat, bei den anderen Spielen wird St. Gallen mal unter Servette oder mal GC, werden andere Punkte abnehmen. Aber die zwei haben Breite und die zwei haben mehr Qualität. Und am Schluss wird es meiner Meinung nach die zwei ausmachen. Wir werden das sehen, das wird die Zukunft zeigen. Michele, danke dir, dass du da gewesen bist, den weiten Weg von der Ostschweiz hierher gemacht hast. Und dir auch, den etwas kürzeren Weg. Du kommst nächste Woche wieder. Ich habe sehr kurzen Weg, ja. Und ich habe es angesprochen, für den FCB geht es am Donnerstag weiter. Conference League daheim gegen Slovan Bratislava und am Sonntag in der Meisterschaft auswärts beim FC Lugano. Und über die zwei Matches reden wir dann im nächsten FCB-Tal am nächsten Montag. Bis dahin wünsche ich eine schöne Zeit. Ade miteinander.